Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead, die letzte Staffel, Episode 1. Louis, legst du los? Gut gemacht. Wegen AJ. Wo sind AJs Eltern? Ihr zwei seht nicht verwandt aus. Was ist passiert? Sie sind tot. Sie waren gute Leute. Meistens. Das ergibt Sinn. Er ist ja auch gut. Meistens. Hey, ich hab gewonnen. Hey, stimmt. Also, was willst du wissen? Okay, was ist das Ekligste, was ihr gegessen habt? Definitiv Pferdeaugen. Lackschnecken. Honigmelonen. Komm schon. Alter, ich hasse Honigmelonen. Ich habe mal ein Bein gegessen. War ein Witz. Wirklich? Oh yeah! Los, raus damit. Also, hattest du mal einen Freund? Oh, du meine Güte. Was? Es kommt vor. Es ist eine gute Frage. Du kannst mich fragen, ob ich eine Freundin hatte. Ich hatte noch keine. Ah, das hätte sie ganz sicher nicht erwartet. Da war mal ein Junge. Und? Und wir waren Freunde. Nur Freunde? Nur Freunde. Ganz platonisch? Ich weiß nicht, was es war. Aber ich hatte Gefühle für ihn. Vielleicht nicht wirklich Liebe, aber etwas. Gewonnen. Also, Clem, du kannst nicht immer allein gewesen sein. Wer hat sich um dich gekümmert? Familie? Wer anders? Lee war der Erste, der mir gezeigt hat, wie man überlebt. Was hat er dir beigebracht? Viele Sachen. Was war das Wichtigste? Wie man sich verabschiedet. Wieder gewonnen. Stimmt, hast du. Schieß los. Schlimmste Verletzung, die ihr gesehen habt. Ein Beißer, der so hart getroffen wurde, dass seine Augen rausgeflogen sind. Ziemlich cool. Jemanden, dessen Gedärme ganz raushingen. Wirklich ganz. Sie sind wirklich lang. Wir haben viele Gedärme. Einem Typ wurde mal mit einem Brecheisen die Fresse poliert. Echt arg. Seine ganze Haut war ab. Autsch. Er hat es verdient. Violet gewinnt. Hier ist eine Frage, die ich immer gerne in die Runde werfe. Was meint ihr? Wer von uns vier wird zuerst sterben? Das ist echt daneben. Weiß ich doch. Einer von euch. Ich jedenfalls nicht. Du bist dir ja sehr sicher. Ich habe bisher überlebt. Wir auch. Ich bin der beste Kartenspieler aller Zeiten. Stell deine verdammte Frage. Musstest du... Ach, schon gut. Was? Frag schon. Es ist keine angenehme Frage. Los, frag. Musstest du schon mal jemanden töten, den du geliebt hast? Louis. Hey, sie wollte, dass ich frage. Lee. Sein Name war Lee. Es war der Tag, an dem ich erfuhr, dass meine Eltern tot waren. Ah. Oh. Das war sicher ein schwerer Tag. Der schlimmste Tag meines Lebens.
Für heute habe ich genug gespielt. Ja, das ist wahrscheinlich besser so. Du wolltest, dass ich frage. AJ, gehen wir. Gute Nacht. Nacht, AJ. Langer Tag, was? Ja, echt lang. Ich hoffe, du weißt, dass Louis es nicht böse meinte. Er ist nur der weltgrößte Idiot. Er ist mein bester Freund, ich darf das sagen. Entspannt euch. Schlaft. Und fühlt euch wieder wie Menschen. Kommt morgen früh zu mir. Wir können darüber reden, ob ihr länger bleibt. Wir dürfen bleiben? Wir können darüber reden. Der Typ will auf jeden Fall was von der. Auf jeden Fall. Das Fenster wirkt echt sicher. Stimmt. Gut. In dem Kasten sind so viele Farben. Hier muss wohl ein Künstler gelebt haben. Was ist ein Künstler? Das ist eine Person, die viele Sachen ausmalt, zeichnet, Bilder malt. Meinst du wie Ten? Ja, wie Ten. Ich male auch gern Bilder. Mist, ich wusste nicht, dass ihr hier seid. Ich wollte nur etwas holen, aus dem Schrank. Wo zum Teufel ist er? Oh. Was? Den hatte ich gesucht. Er hat Sophie gehört. Tens Schwester. Er wollte mehr Materialien zum Zeichnen, deshalb... Oh, sorry, das wussten wir nicht. Nein, passt schon. Mach dir deshalb keine Gedanken. Wirklich. Der stand hier schon seit einem Jahr rum und niemand hat ihn angefasst. Wenn AJ damit spielen will, ist das okay. Es ist okay. Sie sagt, du kannst ihn behalten. Okay. Wie ich sehe, lebt ihr euch ein. Ja, ist das okay? Klar, warum nicht? Dieses Zimmer mochte ich schon immer. Sophie hatte Gemälde und solches Zeug an den Wänden. Jede Menge Farbe. Und Minerva? Sie war echt musikalisch, aber nicht wie Louis. Sie war wirklich talentiert. Sie hatte eine unglaubliche Stimme. Eine echte Blues-Stimme. Marlon hat gewitzelt, dass er eine Gitarre finden und sie beide zusammen durchs Land touren würden. Das ist lange her. Hinterher haben Brody und Ten die ganzen Gemälde entfernt. Und damit war es zu Ende. Ich hätte es gar nicht erwähnen sollen. Es ist keine gute Erinnerung. Wo war ich stehen geblieben? Die meisten, die noch leben. In den meisten Fällen haben wir eher ungute Erinnerungen. Da hast du wohl recht. Was ist mit ihnen geschehen? Mit Sophie und Minerva? Sie waren mit Marlon und Brody Essen suchen und haben die sichere Zone verlassen. Kamen nicht wieder. Kommt vor. Ehrlich gesagt fehlt es mir, jemanden zum Reden zu haben. Hier sind so viele Kerle. Manchmal ist hier einfach zu viel Testosteron in der Luft. Tja, und ich bin nicht gerade der gesellige Typ, verstehst du? Manchmal habe ich so eine Art und bin dann etwas schroff. Ja,
Ich auch. Ein guter erster Eindruck ist auch nicht gerade meine Stärke. Ah. Hey Clem, jetzt bin ich ein Künstler. Super, Kleiner. Ich sollte gehen. Viel Spaß mit den Materialien, Kleiner. Bis dann. Ja, bis dann. Sie ist ein bisschen... So, Alvin Junior. Zeit fürs Bett. Okay, hier. Artig. Für mich? Für die Wand, damit wir uns wie zu Hause fühlen. Das ist eine gute Idee, AJ. Er hat sich Mühe gegeben. Mhm. Wie wäre es hier? Oho. AJ? Hey, was machst du? Ich werde hier schlafen. Was? Nein, vergiss es. Hier unten ist es sicher. Hier erwischt mich niemand. Komm, AJ. Das Bett ist viel besser. Oh Mann, das Bett ist ja so bequem. Was ist mit der Tür? Was, wenn jemand reinkommt? Wenn man versucht, uns weh zu tun? Wenn man versucht, uns zu beklauen? Ich halte Wache. Wenn nötig, schlafe ich mit einem offenen Auge. Das geht nicht. Ich hab's versucht. Wenn ich hier bleibe, findet mich keiner und ich kann auf dich aufpassen. Ich kann uns beschützen. Was ist los mit dir? Bitte, Clem. Hier unten ist es okay. Ich komme klar, versprochen. Dann bleib doch da unten. Na gut, du kannst unter dem Bett schlafen. Hier, für deinen Kopf. Sag Bescheid, wenn du frierst. Mach ich. Wenn er das unbedingt will. Okay. Gute Nacht, AJ. Und sich da sicher... Clem? Ja? Ich bin froh, dass wir nicht mehr im Auto schlafen. Ja, ich auch. Wenn er sich da sicher fühlt, klar, soll er da pennen, bitte. Es war ja nur ein Vorschlag. Er lässt uns hier bleiben, oder? Wir werden es wohl herausfinden. Suchen wir sein Büro. Ich weiß, wo es ist. Ich zeig's dir. Hier hoch. Komm, Clem, hier entlang. Hey, AJ, warte. Ten ist hier. Hallo. Hey, Tennessee. Was macht ihr so? Ich habe nach mehr Stifte gesucht, aber ich konnte keine finden. Was sind das für Leute? Das sind Feuerwehrleute. Der da ist ein Polizist. Sie ist eine Heldin. Aber wer sind sie? Das waren die Leute, die uns beschützt haben. Wo sind sie? Ich habe noch keinen gesehen. Sie sind schon lange tot. Sie haben versucht, alle zu retten. Oh, sie waren schwach. Was? Nein, sie waren tapfer. Stark. Jetzt gib ihn mir wieder. Nein, das ist jetzt meiner. Hey, gib ihn zurück. Nein. Du weißt nicht mal, was sie sind. Okay, okay. Hört auf, ihr zwei. Er gehört dir nicht mehr. Meiner. Nein, ist er nicht. Okay. Danke. Weißt du, wo Marlin ist? Keine Ahnung. Er muss hier irgendwo sein. Ich kann ihn suchen. Das wäre nett. Danke, Ten. Schau mal. Hey, was hast du gefunden? Ein Bild von Marlin und Louis. Sie sind so klein.
Wow, die beiden kennen sich wohl schon richtig lang. Hä? Marlon? Oh. Ja. Bleib weg. Was ist hier? Ey, hey, schon gut, Süße. Schon gut. Stimmt ja, Hunde wecken in dir schlechte Erinnerungen. Tut mir leid. Mir war nicht klar, dass du solche Angst vor ihnen hast. Aber ich verspreche dir, Rosie ist halb so wild, wie sie wirkt. Das sag ich auch immer. Rosie, sitz. Oh. Siehst du? Ganz harmlos. Wir haben. Sie will dich nur kennenlernen, das ist alles. Hier, ich zeig's dir. Vertraust du mir? Rosie, tut mir leid. Sie beißt nicht, versprochen. Na gut, warum nicht? Geh mit ihr auf Augenhöhe und lass sie an dir schnuppern. Mhm. Ist schon gut. Sie wird dir nichts tun. Siehst du? No. Jetzt pfeif und befiehl ihr, Platz zu machen. Mach Platz, Rosie. Oh, feines Mädchen. Oh. Das ist so cool. Siehst du? Gar nicht so schwer. Ja, das war ziemlich cool. Ab jetzt wird Rosie dich erkennen. Sie ist extrem gut ausgebildet. Sie war der Hund vom Direktor, als das hier noch eine Schule war. Aber als alles den Bach runterging, ist er abgehauen. Die anderen Erwachsenen auch. Haben uns hier uns selbst überlassen. Wow, wie mies. Untertreibung des Jahrhunderts. Jetzt sind nur noch wir Kinder hier. Und ich fände es schön, wenn AJ und du bleiben würdet. Ihr zwei seid extrem fähig und das brauchen wir. Hier. Das ist unser aktueller Plan, Nahrung zu beschaffen. Uns gehen die Vorräte aus. Es wird immer schwieriger für alle in der Schule Essen zu finden. Was ist das Fallengebiet? Mehr oder weniger unser Jagdrevier. Louis hat ein paar Fallen ausgelegt, um Tiere zu fangen. Er und Asim sind heute mit Nachsehen dran. Mhm. Ein Gewächshaus. Ah ja, erwarte lieber nicht zu viel. Wir haben uns gut darum gekümmert, haben jede Menge Gemüse angepflanzt. Aber es ist zugewuchert und wir mussten es aufgeben. Wir halten uns jetzt davon fern. Mir war gar nicht klar, wie tief im Wald wir hier sind. Auf die Art konnten wir lange Zeit unerwünschter Aufmerksamkeit entgehen. Größtenteils, jedenfalls. Das ist die einzige Straße, die nach Erikson führt. Wenn man sie verlässt, kommt man irgendwann im Tal heraus. Früher hatten wir Wegweiser, die zur Schule geführt haben. Aber ich habe sie entfernt. Ich wollte, dass wir schwer zu finden sind. Schlau. Hat auf jeden Fall was gebracht. Was ist da draußen? Ah, da fischen wir. Wir haben ein Lagerschuppen, hier, direkt am Flussufer. Es ist meist recht sicher, kommen nur ab und zu ein, zwei Beißer vorbei. Vi und Brody müssten eigentlich demnächst dahin gehen. Also das mit dem Garten sollten die definitiv wieder in Angriff nehmen, denn das ist wichtig. Und, ja, ansonsten haben die hier echt gut vorgesorgt, ne? Das ist der Bahnhof. Unter den Bodendielen war ein riesiges Essensversteck. Wo ihr den Unfall gebaut habt? Den Ort sollten wir wohl vergessen. Von dort ist eine Menge Rauch aufgestiegen, als wir euch gefunden haben. Der Lärm, den ihr gemacht habt, hat zu viele Beißer angelockt. Eins noch. Siehst du die roten Linien? Ja. Alles innerhalb ist die Sicherheitszone. Sie wird mit den Jahren immer kleiner und Nahrung wird daher knapper. Warum geht ihr nicht raus? Geht nicht. Sobald jemand die Zone verlässt, passiert irgendwas Schlimmes. Leute sterben oder verschwinden. Ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen, Clementine. Es ist nicht leicht, sich um diese Kids zu kümmern. Wenn mir nicht bald etwas einfällt, wenn uns das Essen ausgeht. Es darf niemand mehr sterben. Wir haben schon so viel verloren, Freunde.
Geschwister, es darf keiner mehr sterben. Ja, ich weiß, wie es ist, einen Freund zu verlieren. Tja, dann multiplizier das mit 30, dann weißt du, wie es mir geht. Was? Mist, tut mir leid. Das kam jetzt mieser rüber, als ich wollte. Alle verlassen sich auf mich. Darauf, dass ich der Anführer bin, den sie brauchen. Und der will ich auch sein. Mit dir und AJ sind es zwei hungrige Mäuler mehr. Aber ihr könnt mir helfen, den Rest zu ernähren. Also, was brauchst du von uns? Louis und Asim machen sich auf dem Weg zum Jagdgebiet, um Kaninchen zu suchen. Tja, Asim zumindest. Louis, ehrlich gesagt, hoffe ich, dass er überhaupt auftaucht. Violet und Brody gehen flussaufwärts zum Speerfischen. Hoffentlich vertragen sich die zwei, um auch tatsächlich was zu fangen. Beide Teams könnten Verstärkung gebrauchen. Dann gehe ich jagen. Gehen wir auf die Jagd? Ja. Nimm das hier, damit du dich nicht verirrst. Danke. Es müssen alle mithelfen, wenn wir noch mehr Nahrung finden wollen. Ganz schön groß. Denk nur daran, in der Sicherheitszone zu bleiben. Ihr sollt alle heil nach Hause kommen. Heißt das, wir dürfen bleiben? Was? Dachtest du, wir schmeißen euch raus? Vielleicht. Tja, solange wir genug zu essen haben, seid ihr beide willkommen. Dann mal los, AJ. Alles klar, gehen wir. Wir sehen uns. Ach ja. Bin mal gespannt, wie viel Bewegungsmöglichkeit wir haben. Ist das jetzt? Ach so, nicht viel, okay. Im Jagdgebiet sind normalerweise keine Beißer. Manchmal verfangen sie sich aber in den Schlingen und so. Ein Band am Baum heißt, dass hier Fallen auslegen. Also sperr die Augen auf. Also bitte, ich komm schon zurecht. Ich bin quasi ein Ninja. Ein Meister der Kampfkünste. Danke für die Warnung. Schön vorsichtig sein, ja? Okay. Spaß bremsen. Wir haben zu tun. Nicht alle von uns haben das Privileg, mal ins Schoßhündchen zu sein. Oh, ouch. Da ist jemand neidisch. Zu meiner Verteidigung, ich krieg alles auf die Reihe. Überleben ist für mich halt eher so eine Schritt-für-Schritt-Aufgabe. Also, mach dir keinen Stress wegen deiner Technik. Man tut, was man muss, um zu überleben. Darauf kommt es an. Du verstehst mich halt. Von mir aus, Mann. Du tust so, als wärst du der Einzige mit einer Strategie. Ich lasse es langsam angehen. Man muss einen Plan B, C und D haben. Und was, wenn du es nicht so lange machst? Psst. Seht euch den mal an. Eine Beißer-Pinata. Hör auf damit. Falle reparieren und dann weiter. Mach ich ja. Irgendwann. Wenn der Kleine was essen soll, musst du mir helfen. Oder du blödelst mit dem Idioten herum und verhungerst. Wie du willst. Oder du verhungerst. Wie dramatisch. Hilf Asim oder Louis? Ach, scheiße. Ach, Mann. Ich guck mal hier. Komm. Auch mal zuschlagen? Er beißt nicht. Also, der Kerl da schon. Aber der Schläger nicht. Du weißt, was ich meine, oder? Nee. Vielleicht später. Von mir aus, wie du willst. Das ist nicht, Huch, wo ist er denn da? Das ist nicht sinnvoll. Willst du jagen? Hier raschelt es irgendwo. Ja,
Ja, ich helfe dir. Für einen Moment hatte ich schon Angst, dass du ihn auch noch ermutigst. Ich verstehe den Idioten einfach nicht. Das ist nicht sinnvoll und das ist einfach nur albern. Das ist, weiß ich nicht. Kannst du schießen? Ja. Gut, ich scheuche sie aus dem Gebüsch, du schießt. Oh no. Als ich letztes Mal hier draußen war, sah es so aus, als hätten die Hasen Junge gekriegt. Ich weiß nicht, wie viele davon herumrennen. Also pass auf, wohin du schießt. Ziel auf die Eltern. Wow. Du hattest recht. Du schießt verdammt gut. Wir brauchen aber noch ein paar mehr, wenn wir alle was zu essen wollen. Ein paar sind hier lang gerannt. Ah, fuck. Das war knapp. Na, mach dir keinen Kopf. Wir sollten aber keine Pfeile verschwenden. Clem! Clem, komm her! Guck mal, da ist einer. Oh. Das ist ein Baby. Naja, Fleisch ist Fleisch. Er ist zu klein. Lass ihn frei, er soll noch wachsen. Ich habe Hunger. Ich auch. Aber wenn wir ihn nicht laufen lassen, sind wir morgen noch hungriger. Morgen zählt nicht, du Dödel. Es zählt nur heute. Und heute habe ich Hunger. Wir haben Hunger. Machst du's? Ich kann nicht hinsehen. Ach Mann, es ist jetzt eine scheiß Situation. Ich bin ja eigentlich echt dagegen, Tiere zu töten. Aber es geht ja ums Überleben, das ist was anderes. Und auf eine Art hat er recht, dass er wachsen soll und sowas, aber auf eine andere Art zählt jetzt auch erstmal das Essen, ne? Also. An dem ist wirklich nicht viel Fleisch dran. Wir brauchen Essen. Heute. So, naja, die Schlingen sind wieder ausgelegt und können neues Zeug fangen. Können wir jetzt endlich gehen? Das Abendessen fällt heute mager aus. Ja, tut mir leid, dass ich den anderen nicht gekriegt habe. Ich bringe das hier zurück. Ihr solltet euch mit Brody und Violet treffen und nachsehen, ob sie Fische gefangen haben. Das wird nicht für die ganze Schule reichen. Ich mag Fisch. Schön für dich. Bis dann. Kommt mit. Die Mädels sind wahrscheinlich beim Schuppen. Magst du Fisch? Ich hab mal Hai gegessen. Hast du nicht. Schade, dass ich den anderen nicht gekriegt habe. Wo sind Vi und Brody? Sie sollten langsam hier sein. Clem, guck mal. Monster. Vi hätte das nicht einfach so herumliegen lassen. Halt, ist das nicht einer unserer Speere? Clem, kaputtes Schloss. Hier ist vielleicht jemand. Auftreten. Oder? Auftreten. Bleib zurück. Auftreten. Scheiße! Hier ist alles verwüstet. Unsere ganzen Vorräte sind weg. Ich sehe mich draußen um. Warte hier. Sind wir in Gefahr? Vielleicht. Zigarette, selbst gedreht. Ist das eine Bibelseite? Clementine? Was zur Hölle ist hier passiert? Raucht eins von den Kindern? Nein, gibt nichts zu rauchen. Keine Spur vom Dieb. Dieb? Oh, verdammt. Wir sind gerade den Fluss abgelaufen und unsere Fallen sind leer. Kein einziger Fisch. Wir wurden ausgeraubt? Ganz toll. Und jetzt werden wir verhungern. Mist, das... Scheiße. Scheiße. Es ist nur Scheiße.
lassen. Okay, durchatmen, Brody. Komm schon, komm schon, komm schon. Es wird alles wieder gut. Mist, Mist. Tief einatmen und Luft anhalten. Halt einfach dein Maul, okay? Wie bitte? Ich muss Marlin davon erzählen. Wir brauchen immer noch Essen. Ihr wisst schon, überleben? Wir haben viel zu wenig hier. Kümmert ihr euch drum. Und was jetzt? Steine essen? Steine sind kein Essen. Schon klar. Wirft uns Marlon raus, wenn wir kein Essen finden? Ich will's nicht wissen. Wo können wir noch suchen? Vielleicht. Oh nein. Sie schlägt die äußere Zone vor. Der Bahnhof. Er ist nicht allzu weit weg von hier. Ah, ich weiß nicht. Der liegt ziemlich weit außerhalb der Zone. Als AJ und ich dort waren, gab es Vorräte. Ist ein Versuch wert. Sicher, dass es dort Essen gab? Definitiv. Die Explosion hat vermutlich einiges zerstört. Aber irgendwas muss übrig sein. Da war so viel. Also schön. Geh du voran. Okay, meine Lieben, aber ich muss Schluss machen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. We're not at the range, oh no.